Hallo, mein Name ist Silvia Helms und ich arbeite hier im CJD Jugendmigrationsdienst des CJD Gönnstedt in Uelzen. Der CJD Jugendmigrationsdienst ist wie gesagt ein Teilbereich des CJD Gönnstedt und hat als Aufgabe, also junge Menschen im Alter zwischen 12 und 27 mit einer Zuwanderungsgeschichte hier in Stadt und Landkreis Uelzen zu begleiten. Das können wir nur, indem wir eben auch zusätzliche Unterstützung haben. Natürlich nicht nur finanzieller Art, sondern eben auch durch Personen, die bereit sind, uns ihr Engagement, ihr freiwilliges Engagement zu schenken. Wir haben viele Dolmetscher in den verschiedensten Sprachen, die uns in Gesprächen, unter anderem auch mit dem Jugendamt etc. zur Verfügung stehen. Genauso vielfältig wie die Motivationen, das Wissen, die Erfahrungen der Menschen sind, die hier bei uns ihr Engagement einsetzen. Genauso vielfältig sind eben auch die Aufgaben, die sie bei uns übernehmen. Und das sind sehr, sehr viele Aufgaben. Und es ist quasi ein richtiges Gerüst der Integration, was bei uns entstanden ist. Und insofern kann ich wirklich nur noch mal sagen, das Engagement, was hier bei uns geleistet wird, aber auch natürlich in vielen anderen Einrichtungen, das freiwillige Engagement, ist wichtig und das gilt es besonders zu ehren. Besonders beschäftigt mich uns im Moment die Tatsache, dass sehr viele asylsuchende Menschen aus den verschiedensten Ländern der Welt hier in den Landkreis Uelzen kommen. Teilweise wirklich mit den Dingen, die sie am Leibe tragen, mit nichts weiter. Sie sind teils schwer traumatisiert und es gibt im Landkreis Uelzen derzeit keine explizite Anlaufstelle für genau diese Menschen und würde mir doch sehr wünschen, dass da ein Umdenken stattfindet und es in Kürze, wirklich zeitnah, eine professionelle Anlaufstelle einfach gibt.